Ja, servus Leute, wir haben hier ein Paket bekommen. Und heute sind Nico, der Chef und ich dabei. Der andere Chef, die rechte Hand, ist im Urlaub in Thailand, macht irgendwas mit Tigern oder so, keine Ahnung. Wir haben hier ein Paket von King's Loot bekommen. Das bedeutet so wie es wie... Zu plündern. Plündern. Königliche Plünderung. Und wir wissen selber noch nicht, was drin ist, außer vielleicht er gibt nichts preis. Ich habe schon reingeschaut. Ich war zu neugierig, aber... Okay, wir wissen es noch nicht. Wir schauen mal, was drin ist. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Was ist Wunderpuppe? Ja, Stück für Stück, oder? Stück für Stück oder einfach alles rauslegen? Ja, fangen wir mal Stück für Stück an. Wer ist das überhaupt? Sons of Anarchy. Kennt ihr? Nee. Die schaut eher wie ein Charakter aus Naruto aus. Er hat so ein Stirnband. Ich weiß aber auch nicht, was es soll. Vielleicht ist es eine Voodoo-Puppe. Ich weiß es auch nicht. Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich irgendwie eine Serie, eine Band sein, oder? Eine Serie, ja. Also Merchandising zu einer Serie. Ja. Ich würde sagen, wenn man ein Freund von Serien ist, ist es bestimmt nicht schlecht, mal so, genau, wenn man die Serie kennt, ist es, oder wenn man, sag ich mal, als Geschenk eignet sich das, denke ich mal, auch mal ganz gut, wenn jemand Fan von der Serie ist, oder? Achso, warte. Ich habe gar nicht das Prinzip dieser, oh mein Gott, pass mal auf. Ich habe gar nicht das Prinzip dieser Boxen erklärt. Das, kennt ihr diese Lootboxen, dieses Prinzip von denen? Nee, eigentlich nicht. Noch nicht gehört? Nee. Ja, das ist halt so, solche Boxen kannst du bestellen und dann kommen die monatlich zu dir mit so Überraschungen drin, verschiedene Sachen. Und dann kannst du halt so Openings machen. Es gibt zwei Versionen, die kleinere und die größere, die Kings-Version. Also wie Kinderüberraschungssei oder was? Ja, so in der Art, ja genau. Boah! Sturmtruppler! Was ist das? Frage, da ist noch was. Das gehört das dazu. Steck's mal rein. Ja. Wir wissen selber nicht, was es genau ist. Riechst du was? Oh. Was ist da drin? Flüssigkeit, ich weiß nicht, soll ich das auch machen? Mach mal auf. Ja, anscheinend schon. Endgefährlich. Lass mich. Warte, da sind 150 Milliliter. Bade- und Schauergel ist es. Ach so. Soll ich das aufmachen? Mach auf. Ja. Mach halt. Okay. YOLO. Warte. Geh mal ein bisschen weiter nach links. Du bist am Rand. Ja, es riecht nach Badezimmer, nach irgendwelchen Düften. Und was macht man damit? Hast du irgendeine Ahnung? Ja, wenn es halt so dasteht, ist halt nicht so schön. Ist halt zum Verzieren, damit es nicht so langweilig da liegt, irgendeine Flasche. Sicher? Werbung. Ich weiß nicht, Mann. Da bin ich mir echt unsicher, was das ist. Schauen wir mal später noch. Vielleicht gibt es eine Anleitung oder so zu den Artikeln. Warte, die Flasche ist noch offen. Ja, man nennt es gefährlich. Ja. Nicht, dass gute Düfte hier versprüht werden. Schauen wir weiter. Wir kommen später noch zu diesem Artikel. Keine Angst. Oh mein Gott, das brauche ich sogar. Was ist das? So, Akku. Tragbarer Akku, oder? Apply to most smartphones. Genau, ja, ist wirklich eins. Mein Gott. Galaxy Smartphone, Beste. iPod, Camcorder. Egal für welches. Ich kenne mich mit Akkus ein bisschen aus. Die Frage ist, wie viel Milliampere-Stunden sind drin? Schauen wir mal. Steht da was drauf? 2600. Das ist wirklich gut. Ist stabil. Zum Beispiel mein Handy ist zwar nichts Besonderes, aber es hat nur 1500 Milliampere-Stunden. Also es hat fast das Doppelte. Das ist nützlich.
kann jeder immer gebrauchen. Ihr wisst Bescheid, auf einmal Akku leer. Manche fühlen sich verloren ohne Akku. So wie ich. Was auf jeden Fall gut ist, es hat iPhone und Samsung Anschluss, also man kann beides benutzen. Ja, also praktisch auch für Reisen. Auf jeden Fall nicht schlecht. Zum Beispiel jetzt für DM und EM, wir sind am Start, da werde ich das auf jeden Fall gebrauchen. Ich weiß, dass die iPhone-Akkus richtig schlecht sind, das weiß ich, und werden mit Monat zu Monat immer schlechter. Und 2600 ist wirklich viel, das könnt ihr selber nochmal abchecken. Aus der Überraschungskiste kommt noch eine Überraschungskiste. Okay. Die schaut aus wie... Kennt ihr nicht, wenn Mario dagegen springen muss? Ja, die Kiste von Mario. Genau, ja, das, die ist Kiste. Es kann ein Pilz rauskommen oder Münzen. Oder hoffentlich Feuerblume. Oder Feuerblume, stimmt. Macht man die auf? Okay. Schon hat er. Hey, du weißt nie, was hier drin ist. Okay, es ist Crystal Meth drin. Okay, interessant. Passt zu dem hier? Also das könnt ihr schon mal kombinieren. Nee, das sind diese, kennst ihr das aus der Kindheit, diese Dinger mit diesen, wo man so gedrückt hat? Ja. Ja, genau. Aber da brauchst also du die... schon ein bisschen anders aus. Achso, kann man das essen? Ja, natürlich. Das sind Bonbons. Auf geht's. Probieren wir mal YOLO. Ui, 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 schon verkackt. Es ist essbar, komm mal her. Hier sehen wir die Nährwerte. Nutritional Facts. Ich bin ja Diätassistent, angehender in der Ausbildung. Ich kann euch ein bisschen was dazu sagen. Ein so ein Bonbon hat 5 Kalorien. Das ist nichts. Geschmacklich, die schmecken... War nichts für mich. Für mich auch noch nichts. Nach ganz leicht Traubenzucker. Ich finde, das ist diese billige Kopie aus, von diesem Ding aus der Kindheit. Also, ja. Ich finde, ja, ja, die können die Leute nicht mehr. Und genau, und dann drückst du und dann kommt es raus und es hat auch viel fruchtiger geschmeckt. Und ich sag mal, was man auch gesehen hat, Verpackung, reißt du ein bisschen auf, schon fliegt die Hälfte raus. Ja, also ich bin nicht so davon überzeugt. Ich finde die Box ganz cool. Da kann man zum Beispiel jetzt Würfel reintun bei uns, Yu-Gi-Oh! Oder so, keine Ahnung, Ohrringe für Mädchen oder so. Ich habe noch eine gute Idee, und zwar, wenn das jemand sieht, ihr könnt da irgendwas Ekliges reintun, ohne Witz, ein Insekt, weil das macht echt neugierig, wenn ihr irgendwo so ein Scherzkeks seid. Ganz ehrlich, sehr ehrlich, es liegt dort, ja, es ist wie Mario, du denkst, Alter, ich muss reinschauen. Einfach nichts sagen, auf den Tisch tun, geht zu irgendwelchen Mädchen hin, tut's eine Kakerlake oder so rein, wird bestimmt lustig. Was haben wir als nächstes? Superman Regen. Wie nennt man das? Nicht Regenmantel, oder? Ja, Regenjacke, keine Ahnung. Regenjacke. Lohnt es sich, die überhaupt aufzumachen? Ich glaube, es ist nicht in deiner Größe. Doch, ich habe einen XL bestellt. Echt jetzt? Die verdient man. Okay, Dimi kann sich schon mal nicht anziehen. Er hat 3XXL. Die Größen gibt es hier in Deutschland nicht mal. Er bestellt immer aus Griechenland. Die Verpackung. Jetzt sind wir auf das Logo gespannt. Ja, okay, ist echt für dich, Nico. Ja, zieh's mal an. Ja, wo sind die Ärmel? Alter, das ist Dimmys Größe, Mann. Zum ersten Mal haben wir eine Größe für Dimmy. Er war immer wütend zu den Sponsoren, weil wir nie seine Größe hatten. Jetzt testet Song. Und fühlt sich schon stärker? Das ist schon cool, ich hab, wie heißt es, Kryptonit. Ich hab Kryptonit. Okay. Glaubst du, es wäre was für Kinder, so als Duelle Geschenke? Im Regen. Für Duelle im Regen. Duell der Schatten im Regen, ja.
Also schaut cool aus. Aber wie ist die Kapuze? Ja, ja, also doch. Passt. Okay, machen wir weiter. Ja, machen wir weiter. Jetzt haben wir hier ein... Oh, Deadpool. Marvel, was? Marvel? Deadpool, Mann. Was heißt Deadpool nochmal? Hast du den Film noch nicht gesehen? Oh mein Doch. Gott. Ah nein, Marvel nicht. Was soll ich denn das denn? Keine Ahnung. Wer ist Deadpool? Ist ein Endgegner oder was? Ein neuer Held. Echt? Neuer Film über ihn. Keine Ahnung. Die Comics habe ich nicht angeschaut. Ist was zum Anstecken, aber wir haben schon unsere... Wir haben schon unsere TBT. TBT-Anstecker. Wie ihr seht, wir sind selber nicht so vorbereitet, wir wissen selber nicht, was wir genau... Ja klar, es sind Überraschungsboxen überall, immer jedes Mal was genau. anderes. Jeden Monat was anderes. Jemand, der auf Überraschungen steht, dem wird sowas schon gefallen. Wie ist die Qualität so? Hammer. Ah nein, das fühlt sich echt gut an. Auch nicht so billig, es hat schon eine Schwere. Pop Marvel. 2015. Machen wir weiter. Also ihr seht, echt eine Menge Sachen drin. Die Blauensteinkriege 1, das Erbe von Berun. Eine Leseprobe. Ist ein Ausschnitt von einem Buch wahrscheinlich. Ich lese mal jetzt random einen Ausschnitt vor, vielleicht hört ihr euch das ja an. Oder du liest einfach die Zusammenfassung. Magie ist ein gefährliches Spiel. Einst war es der Nebel der Welt, doch nun steht es vor dem Niedergang. Das Kaiserreich Berun, gegründet auf die Schlagkraft seiner Heere und den unerbittlichen Kampf gegen die Magie des Blausteins. Als Beruns Macht schwinder, kreuzen sich die Pfade dreier Menschen, ein Mädchen, ein Schwertkämpfer und ein Spion. Keiner von ihnen ahnt, wie unauflöslich ihr Schicksal mit der Zukunft von Berun verworben ist. Das Zeitalter der Blausteinkriege ist angebrochen. Das neue gewaltige Epos der preisgekrönten Autoren Tom und Stefan Orgel. Ja, die Frage ist, ab wie vielen Jahren ist es? War schon gar nichts gecheckt, was er gelesen hat. Doch, natürlich. Schaut eher so nach Hogwarts aus, also Magie ist dabei. Es könnte vielleicht, man weiß es nicht, der Nachfolger von Harry Potter sein. Also vielleicht so eine Nachmachung. Vielleicht wird es gut, schlecht. Wurde dein Interesse geweckt? Eigentlich schon. Ich habe alle Harry Potter Teile dreimal gelesen, alle Bücher. Die sind echt überkrass, ohne Witz. Man weiß nicht, vielleicht ist es ein, wie sagt man das? Der nächste Hit? Der nächste Hit, genau. Wer weiß. Der kommt morgen wieder. Also das kriegst du schon mal. Ja. Ich werde es mir durchlesen, Jungs. Wenn es gut ist, machen wir noch was drüber. Und wenn es nicht, dann sagen wir es auch ehrlich, wenn es nicht so gut war. Aber das werde ich lesen, auf jeden Fall. Aber ich finde es interessant, das ist mal was ganz anderes. Damit hätte man, glaube ich, gar nicht gerechnet, dass sowas in der Box drinnen ist. Und ja, das ist ein Ausschnitt aus dem Buch. Man kann sich mal den Ausschnitt durchlesen. Wenn es einen interessiert, kann man sich das Buch dann kaufen. Und ja, ist ja auch mal nicht schlecht zu lesen, machen nicht mehr viele Leute, ne? Bücher sind fast ausgestorben, man sollte ein bisschen mehr lesen und ja. Haben wir noch was? Nee, das war's. Euer Fazit zu den, achso. Nee, das war's. Hier sind alle nochmal erklärt. Ja, genau. Hier ist die Anleitung. Die Anleitung, ja. Ja, aber alles. Lies mal vor, was das hier ist. Was dieser hier ist. Der Sword Troopers. Das ist der Trooper Duschgel. Es gibt doch nichts Schöneres, als nach einem harten Arbeitstag in voller Uniform nach Hause zu kommen und sich mit dem Original Stormtrooper Duschgel eine Erfrischung zu gönnen. Da hat er auf jeden Fall recht. Jetzt zu Yu-Gi-Oh! Gebunden Stormtrooper kennt ihr, sind aber alle schwarz, oder? Das sind aber die. Cosmos, Stormtrooper. Ja, hier habt ihr die weiße Version. Die weißen waren die, das sind trotzdem die Bösen, oder? Natürlich. Ja, okay. Ihr müsst halt aufpassen, wenn ihr so Babys oder kleine Kinder habt, die kriegen vielleicht Angst davor oder so. Ich weiß nicht, da steht auch ab 3 Jahren oder so, habe ich vorhin irgendwo gelesen. Aber ansonsten, wer auf Überraschungen steht, hier kann alles Mögliche drin sein.
Es ist auch was sehr Nützliches drin, Puppen drin, man kann jedem was verschenken. Ist echt nützlich, also das werde ich auf jeden Fall nehmen. Du, den Regenmantel musst du auch nehmen. Ja, den muss ich jetzt auch nehmen, den habe ich schon eingetragen. Ansonsten, jeden Monat ein verschiedenes Thema. Mal schauen, vielleicht kriegen wir nochmal die Chance, eine andere Box aufzumachen, dann seht ihr wieder ein anderes Thema. Ansonsten schaut bei denen vorbei, echt interessante Sachen. Vor allem jetzt auf Yu-Gi-Oh! Bezogen, Displays und Booster macht man auch immer auf. Man kennt das Gefühl. Hauptsächlich zurzeit geht es eher nur um Plus machen. Da vergisst man den Spaßfaktor beim Öffnen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ein paar coole Sachen sind dabei. Checkt die ab und leidet's nicht. Was mit deinem Fazit? Hast du auch ein Fazit? Ja, mein Fazit ist auf jeden Fall mal was anderes. Mal nicht was über Karten, komplett verschiedene Sachen drin. Nützliche Sachen, wie gesagt. Hat Spaß gemacht. Und ja, Yu-Gi-Oh! Is serious business. Ja, servus Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer, liken, kommentieren, abonnieren und checken unsere Sponsoren ab. Unten sind die Links schön alle verteilt. Und checken unsere Facebook-Seite ab und leidet nicht so.